Also bei den Skulpturen, wie den Vogel und dergleichen, da war es natürlich nicht schwierig. Wir haben ja von jedem nur einen, die haben wir alle ausgesucht und dann auch ausgestellt hier. Und bei anderen, da mussten wir dann aber wirklich eine Auswahl treffen, beispielsweise bei den kleinen Objekten, die man in den Vitrinen hier sieht, aus Metall oder aus Keramik, da hatten wir mehrere zur Auswahl und da haben wir uns natürlich die schönsten ausgesucht, wobei es natürlich immer sehr eine persönliche Sache ist, was man schön findet. Und wir haben halt die genommen, die wir schön fanden und hoffen, dass die Besucher das auch schön finden. Ja, das hat ganz viel Spaß gemacht. Oh, die verschleierte Göttin, die Sphinx, genau. Das ist eine Skulptur, die steht ganz hinten in dem großen Raum, also praktisch in dem Hauptraum, wo die vielen Skulpturen stehen, die am Palast des Kapara angebracht waren. Die verschleierte Göttin, dieser Name rührt daher, dass Max von Oppenheim, der den Tell Halafia ausgegraben hat, der hatte diese Skulptur zuallererst gefunden und er hat nur den Kopf ausgegraben und hat gesehen, aha, da ist ja bis hierhin ist ja so eine Linie und das sieht aus, als wäre da, würde da ein Schleier aufhören. Man hat diesen Schleier also nicht über den gesamten Gesicht gesehen, sondern nur die Linie, wo der Schleier aufhört. Und da dachte Max von Oppenheim, der Ausgräber, dass es erstens eine Göttin ist und zweitens, dass sie verschleiert ist. Wenn ich wirklich das Sagen hier hätte, in diesem Museum, dann würde überall auf jeden Fall noch so eine Ebene, man sagt immer Kinderebene, das heißt, da ist dann auf nicht auf der Augenhöhe von Erwachsenen, sondern auf der Augenhöhe von Kindern, also das ist dann etwas weiter unten, sind zum Beispiel Texte geschrieben, die sind kurz und die sind sehr verständlich geschrieben einfach. Das sind oft Bilder dabei, damit man das besser versteht und damit das Interesse und die Fantasie angeregt werden. Und da würde ich mich auf jeden Fall für einsetzen. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, denn die Kinder sollen ja auch ins Museum gehen, wenn sie erwachsen sind. Und sie sollen Spaß am Museum haben. Und wenn sie das nicht haben, wenn sie noch Kinder sind, dann werden sie das auch nicht haben, wenn sie erwachsen sind. Das ist der Punkt und deswegen finde ich es sehr wichtig. Das ist immer wichtig, dass man auch was zum Anfassen hat. Muss nicht zum Anfassen sein, kann auch zum Hören sein, es kann auch zum Riechen sein. Das ist natürlich auf jeden Fall immer sehr viel spannender, als wenn man nur Texte und Bildchen hat. Oft ist das Problem bei archäologischen Museen, dass man natürlich die originalen Stücke nicht anfassen darf. Wenn das jeder machen würde, dann würde man überall so rumpoolen, ne? Wäre irgendwann kein Vogel mehr da. Und das wäre natürlich ein bisschen schade. Was man natürlich machen könnte, wäre, dass man eine Kopie daneben stellt, die man anfassen darf. Das wäre doch eine schöne Sache zum Beispiel. Oder bei den, habt ihr die Löwen schon gesehen? Die hinten in dem großen Raum sind, dass man da einen daneben stellt, wo man draufklettern kann und sich mal auf den Rücken setzen kann. Das wäre doch super, ne?